Moin, herzlich willkommen zum nächsten Video. Ich bin der Tonschweizer. Das Video handelt von Negativsplits. Was ist das Ganze? Habt ihr das schon mal gehört? Vorneweg, das ist halt, wenn man eine Distanz läuft, ob das jetzt im Wettkampf ist oder nicht, scheißegal eigentlich, und die erste Hälfte dieser Distanz langsamer läuft als die zweite. Das hat Vorteile, wenn man das so macht, ist auch anstrengend. Darum geht es in dem Video. Ich laufe erstmal. Schnee ist weg, schade. Der Matsch ist wieder da. Also, der Negativsplit, davon wird immer geredet. Die Profis machen's. Aber was ist dran? Was kann man so als Hobbyläufer, Hobbyläuferin eigentlich davon mitnehmen? Das, was am einleuchtendsten ist, ist wahrscheinlich, dass man sich erstmal ein bisschen zurücknimmt. Gehen wir jetzt einfach mal, weiß ich nicht, von der Marathondistanz aus. Den ersten Halbmarathon ein bisschen reservierter laufen und in der zweiten Hälfte dann ein bisschen fixe. Klingt ganz cool, absolut machbar auf dem Papier, aber die Realität sieht ganz anders aus. Inklusive mir ist es halt nicht so einfach, so umzusetzen. Was vielleicht so ein kleiner Rat wäre, die zweite Hälfte, naja, 0-1% schneller zu laufen. Müssen wir mal kurz, ich blende mal kurz was ein, wenn ich es kann, so ein Rechenbeispiel. Wenn man mal von 6 Minuten ausgeht, 6er Pace, wenn ich jetzt hier im Matsch gerade richtig rechne, läuft man den ersten Halbmarathon in 6,06 und den zweiten dann in 6 glatt. Hoffentlich ist es 1%, aber ihr wisst, was ich meine. Zweite Hälfte 1% schneller als die erste. Das könnt ihr natürlich einfach auf eure Geschwindigkeit ummünzen. Wie kann man das Ganze jetzt beeinflussen? Vielleicht im Training schon, dass es später im Wettkampf auch funktioniert. Wenn ihr überhaupt nicht wisst, wie eure Zeiten sind oder so, kann man sich das immer ausrechnen. Es gibt da so eine Seite, ist jetzt keine Werbung, weil die nutze ich einfach schon seit Ewigkeiten, weiß auch nicht, wem die gehört. Pacerechner.de heißt die oder so. Gibst du einfach deine Distanz ein, Zielzeit und peng, spuckt dir alles Mögliche aus. Gibt bestimmt noch geilere Zeiten, aber es geht ja erstmal nur um die Halbmarathonzeit, dass man sich da so dran hält. Ich habe auch früher die Zeiten mit dem Edding auf den Arm geschrieben, so immer die 5 Kilometer Durchgangszeiten, dass ich weiß, ich bin gut dabei. Da muss man auch nicht ständig auf die Uhr glotzen, man muss ja auch irgendwie überleben bei so einem Lauf. Genau, das kann man ein bisschen beeinflussen. Natürlich kann man auch trainieren dafür. Das ist wieder extrem matschig. Trainieren dafür. Wenn man zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal einen 5-Kilometer-Wettkampf, wenn man sich da ein bisschen rantasten möchte und überhaupt keine Ahnung hat, Alter, das ist matschig, überhaupt keine Ahnung hat, ey, ich dreh um, fuck der Matsch. Wenn man überhaupt keine Ahnung hat bei einem 5-Kilometer-Wettkampf, wie schnell man eigentlich so läuft, kann man im Training mal 5x1000 Meter laufen, dazwischen eine Minute Pause und dann kommt es ungefähr hin, dass man weiß, wie schnell man denn unterwegs ist. Meistens ist es aber im Wettkampf dann doch schneller und unausgewogener und nicht so gleichmäßig. Aber man kann es natürlich im Training schon ein bisschen trainieren. Eine coole Trainingsmethode, zum Beispiel jetzt ein längerer Lauf, lauf doch einfach mal jeden Kilometer 5 Kilometer schneller pro Kilometer, auch ganz sexy vielleicht, oder 10 Sekunden, je nachdem wie lang der Lauf wird. Wenn man jetzt mal von einem 30 Kilometer Lauf ausgeht, kann es ganz schön knackig werden zum Schluss. Aber das ist natürlich ein mega krasses Workout. Irgendwie auch schön, wenn man halt langsam startet und schnell endet, was sowieso gut ist, weil man sich dann auch warm macht. Aber das wären so ein, zwei Trainingsvarianten, die man gut machen kann, um ein bisschen dieses Tempogefühl im Training zu trainieren und sich möglichst auch daran zu halten, dass man es nicht übertreibt im Wettkampf. Und jetzt kommen wir mal zum, meiner Meinung nach, zum größten Faktor, der das Ganze beeinflusst oder meistens negativ stört, ist blöd gesagt, dass man das nicht auf die Reihe bekommt, einen Negativsplit zu laufen. Wer schon mal an einem Laufwettkampf teilgenommen hat, weiß, man hat vielleicht wochenlang, monatelang, was weiß ich, dafür trainiert.
dann ist der Tag endlich soweit. Tapering-Phase, man fühlt sich vielleicht nicht so fit, obwohl man es eigentlich ist. Anreise, Hotel, was weiß ich, Essen, nochmal Dünnschiss gehabt auf Klo oder auf dem Dixie. Und dann steht man im Startblock oder an der Startlinie, was weiß ich. Und dann, das ist ein ganz spezielles Gefühl. Druck, Nervosität. Von außen auch irgendwie Motivation, klar. Aber was macht man daraus? Meistens macht man sich einfach viel Druck, der dazu führt, leider bei vielen, dass man zu schnell losläuft. Das ist eigentlich überall zu beobachten. Und ich muss sagen, bin auch so ein Kandidat, der lieber immer vorne wegrennt. Einfach, weil ich manchmal Schiss habe. Dann wirst du umgerannt oder, weiß ich nicht, kommst da nicht raus aus dem Pulk oder so. Was meistens Quatsch ist. Gerade bei größeren Marathons ordnet man sich ja meistens so in einem Startblock ein, was seiner Zielzeit entspricht. Das sollte man zumindest tun. Oder, ja, sollte man tun. Nicht so weit vorne, nicht so gut. Nicht so weit hinten, auch nicht so gut. Wenn das jetzt mal ein Marathon ist mit Tausenden von Teilnehmerinnen. Das kann man natürlich beeinflussen, damit umzugehen. Und es ist eigentlich einfach ein Erfahrungswert, wie cool und abgebrüht man dann wird. Aber ich glaube halt einfach, Druck, den man sich selber macht, der ist halt groß. Und da habe ich nicht wirklich Tipps, müsst ihr einfach mit umgehen. Was ich halt mache, ich gehe vorher nochmal aufs Klo, der Angstschiss muss raus, dann ist das schon mal erledigt. Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als nach dem Start 1, 2, 3 Kilometer auf Klo zu müssen. Ob es nur klein oder groß ist, aber dann ist der Rhythmus total unterbrochen. Und wichtig ist halt, glaube ich, bei einem Marathon gerade, so nach 1, 2 Kilometern sollte man sich dann gefangen haben und die zu schnellen 1, 2 Kilometer abgelegt haben und sich dann auf Plan befinden, auf seiner Zielzeit pro Kilometer. Ja, und ich vermute fast, dass es bei kürzeren Rennen schwieriger ist, sich in Zaum zu halten, weil da wird ja meistens noch schneller losgelaufen, weil sich viele dann überschätzen. Genau. Und die Gefahr ist natürlich groß, brichst du ein, kackst du ab. So ein 10-Kilometer-Wettkampf zum Beispiel, da hältst du vielleicht noch bis Kilometer 3 durch und dann scheißt du einfach richtig rein, muss ich sagen. Und 3 bis 7 wird einfach brutal hässlich und entweder bist du dann total im Arsch zerstört oder kannst dich nochmal fangen für die letzten 1-2. Und das wollen wir halt vermeiden. Ja, und ich glaube, da liegt das größte Potenzial einfach, sich selber zusammenzureißen und es nicht zu übertreiben, um dann möglichst die zweite Hälfte, wenn man die dann erreicht hat, mit Reserven vielleicht sogar erreicht hat, dann ein bisschen zu forcieren. Und das klingt jetzt vielleicht easy, aber es ist absolut gar nicht. Beim Marathon sowieso schrecklich schwer, glaube ich. Wenn man da einen falschen Tag erwischt oder sowas, dann kann ich hier viel labern von Tempo forcieren oder so. Das kannst du dann eigentlich auch knicken. Aber denk dran, 1%, 6 Sekunden, nehmen wir einfach 5, ist vielleicht sogar noch leichter zu rechnen. Oder 10, es kommt halt immer drauf an, wie man so trainiert hat und so. Aber ich glaube, das Gefühl, Leute zu überholen auf einer zweiten Hälfte, ist mega motivierend und geil. Weil, wie gesagt, ich gehöre dazu, ihr könnt mich auch überholen. Ich laufe auch zu schnell los und breche ein, weil ich es einfach nicht gebacken kriege. Aber ich weiß es ja trotzdem, wie es eigentlich richtig wäre. Und ich glaube, das Gefühl, Leute einzusammeln, ist mega gut. Vielleicht sogar so motivierend, dass man sich so ranzieht, sich die Leute ranholt, fokussiert und so. Dann lenkt man sich auch ab. Das ist auch super. Und wenn das so auf den letzten Kilometern passiert, ja, vielen Dank. Quasi kostenlose Motivation von der anderen Person, was ich auch schon hatte bei einem Marathon. Einer wollte es nicht mit sich machen lassen und ist mit mir mitgelaufen. Ich dachte erst so, Digga, was machen wir hier? Es sind noch 10 Kilometer bis ins Ziel. Das war bei einem Marathon. Aber ey, wir haben uns aufgeteilt. Der eine mal vorne, der andere vorne. Wir haben nicht geredet miteinander. Es war ein Deutscher. Aber im Ziel dann mega abgeklatscht. Geil, 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 danke und so. Und das ist es, Alter. Das ist der Support.
weil wen juckt, ob du da 400er wirst oder 401er. Völlig egal, aber das bringt, das ist so geil. Also wenn ihr so einen Glücksfall habt, nehmt die Leute mit. Wenn ihr natürlich reden könnt, schnackt die an. Aber die meisten sind wahrscheinlich einfach brutal im Arsch. Oder schalten dann um auf Kampf- und Überlebensmodus. Und das kann man ja zusammen einfach machen. Genau. Das ist es eigentlich so. Negatives Bild. Absolut sinnvoll, das zu tun. Leute einzuholen. Und natürlich einfach mehr Körner übrig zu haben am Ende des Rennens oder in der zweiten Hälfte. Weil viele es einfach nicht machen. Und im Training kann man es trainieren. Gerade die Variante mit immer schneller laufen pro Kilometer trainiert halt unglaublich. Das Geschwindigkeitsgefühl ist ein sehr krasses Workout, ist gar nicht so einfach zu machen, aber kann man sich hier rantasten. Man muss es nicht gleich mit 30 Kilometern machen, sondern vielleicht immer so eine Einheit pro Woche einbauen. Über 12 Wochen könnte man das ja hochspielen bis auf 21 Kilometer oder wenn man bei 16 beginnt bis 30, whatever. Und immer pro Woche einen Kilometer mehr, den man dann auch schneller läuft. Wäre jetzt so mein Trainer-Approach, mein Gedanke dahinter. Schult ungemeines Tempo richtig geil. Und dann kann man eben auch im Wettkampf später noch ein bisschen zügiger laufen. Richtig gut. Ich hoffe, die Tipps haben euch ein bisschen gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr da irgendwelche Fails oder Ratschläge habt. Danke fürs Zugucken. Bis dann, euer Tonschweizer.